Please. So, dear friends, we would appreciate if everybody could take the seats and we could start with our activities. Please be seated. You have the agenda somewhere. The agenda? Yeah. It's not necessary. Welcome to Austria, welcome to Vienna, welcome to the home city of the OSCE, and I'm very, very proud, I'm very happy to meet you in here, in Vienna, and we have plenty of ideas, plenty of efforts, plenty of different activities on our agenda. And first of all, I want to apologize, because you can maybe, I have lost my voice. Not my right of the voice, but anyway, something is wrong with my air, maybe thanks to the Finnish winter weather conditions. But now, before we will begin, may I ask for the formal adoption of the draft agenda of today's joint committee sitting as set out in the program. And I'm sure everybody can agree with that. The draft agenda is so adopted. And now we move forward by saying that I'm really happy to meet you in here, dear delegates, dear friends, participants of the national delegations. Sorry, the interpretation. There's a problem with the interpretation. They're just working on it. No sound. We are working on the problem of interpretation. It's okay. They are working with the problem of interpretation now, but that's a technical problem. The Secretary General said that it will take 9 seconds. Which one? Is it all right now? Does it work? No? You probably have to talk. Now it works? Yes. Excellent. So I'll start again by saying that distinguished participants and fellow delegations. And it's really my great pleasure to welcome all of you to the winter meeting of the OSCE Parliamentary Assembly. And I can say that I'm really happy. I'm really happy to see so many colleagues here today. Before giving the floor to Ms. Doris Bures, Speaker of the Austrian National Parliament,
I would like to inform you that the theme of the special debate tomorrow will be, as you know, the migrant and refugee crisis in the OSCE area, strengthening the collective response. Members who wish to speak are asked to register their names with the International Secretariat, and the list of speakers will be closed 11:45 p.m. tomorrow morning. I suppose it should be 11:45 a.m. tomorrow morning. Yes. It makes sense. But anyway, 11:45 tomorrow morning, all of the speakers must be on the list if you are going to have the speech. And and then we go further. Of course, we know that this is our base, this specific building with a great history, and it's always a great privilege to come to Vienna and have the meeting here again. The winter meeting has been the key part always of our program. And this is also the reason that I'm very delighted to invite Ms. Christine Mutonen. She's a head of the Austrian delegation to deliver an address on behalf of Doris Bures, the Speaker of the Austrian National Parliament, who is unable to be with us today. But instead of that, our Vice Chair, Christine Mutonen, will give his address to the winter meeting. Christine, please. Danke, Herr Präsident, geschätzte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, willkommen in Wien, kann ich nur sagen, gerade in so bewegten und unbeständigen Zeiten ist es schön und wichtig, beständige und verlässliche Traditionen zu haben. Und dazu zähle ich auch die bereits 15. Wintertagung der Parlamentarischen Versammlung der OSZE hier in Wien. Es ist mir eine Freude, diese Tagung gemeinsam mit Ihnen zu eröffnen. Und ich lade Sie ein, nutzen Sie die bewährte Form, wie schon in den Jahren zuvor, für intensive Dialoge. Debattieren wir über die Herausforderungen, denen wir aktuell gegenüberstehen, und diskutieren wir, wie wir gemeinsame Lösungen finden können. Viel Erfolg wünscht uns dabei Präsidentin Doris Bures, die derzeit in parallel laufenden österreichischen parlamentarischen Verfahren leider unabkömmlich ist. Seit diesem Jahr ist Österreich Teil der Vorsitztroika der OSZE. 2017 werden wir auch dann den Vorsitz übernehmen und damit auch Verantwortung zu einer Zeit, in der Europa fundamentalen Krisen gegenübersteht. Es stellen sich zahlreiche Fragen. Wie schaffen wir ein gemeinsames funktionierendes Sicherheitssystem für Europa? Wie finden wir gemeinsam eine tragbare Lösung für die Ukraine? Wie können wir einen gemeinsamen Weg in der Flüchtlings- und Migrationskrise finden? Und wie wollen wir gemeinsam gegen die wachsende Bedrohung durch Radikalisierung und Terrorismus vorgehen? Eines ist klar, gerade in Krisenzeiten, in Zeiten der Unsicherheit und neuer Herausforderungen, wo wir eigentlich zusammenarbeiten sollten, wo uns aber verlorenes Vertrauen zu trennen droht. Gerade in diesen Zeiten brauchen wir eine starke und funktionsfähige OSZE. Sehr geehrte Damen und Herren, über 1 Million Flüchtlinge und Migranten sind alleine 2015 durch OSZE-Staaten gezogen oder haben dort Schutz gesucht. Österreich hat 2015 rund 90.000 Asylanträge entgegengenommen.
Damit sind wir das am zweitstärksten betroffene Land nach Schweden und sind an unserer Überforderungsgrenze angekommen. Für uns ist klar, kein Land kann diese Krise alleine bewältigen. Wir müssen daher auf allen Ebenen, auf der Ebene der EU, der OSZE, aber auch der UNO, weiter versuchen, die internationalen Koordination und Zusammenarbeit zu verbessern. Unser Ziel muss es sein, in erster Linie Frieden zu schaffen und die Stabilität jener Länder zu sichern, die von den Migrationsbewegungen betroffen sind. Nur so können wir diese Bewegungen besser kontrollieren und verringern und letztendlich uns auf jene Menschen konzentrieren, die unseren Schutz vor Verfolgung so bitter nötig haben. Meine Damen und Herren, ein Aspekt liegt mir besonders am Herzen. Sie kennen vermutlich die Aussage des niederländischen Majors Patrick Kamat, der gesagt hat, "It is more dangerous to be a woman than to be a soldier in modern wars." Auch auf der Flucht sind Frauen unvorstellbaren Gefahren ausgesetzt. Wir müssen daher ein Bewusstsein für die Situation und die Geschichten weiblicher Flüchtlinge schaffen und mit besonderen Maßnahmen reagieren. Besonders wertvolle Beiträge leisten die Feldmissionen der OSZE, indem sie die Zusammenarbeit der Grenzbehörden fördern. Dieses einzigartige Werkzeug zur Sicherung der Stabilität der Regionen wird für uns auch weiterhin sehr hilfreich sein. Aber auch die anderen Institutionen wie ODIHR machen hier wertvolle und unverzichtbare Arbeit. Aber meine Damen und Herren, die OSZE und wir als parlamentarische Versammlung können noch mehr leisten. Wenn ich hier in den Raum schaue, es ist ein unwahrscheinliches Potenzial an Wissen, an kultureller Vielfalt und an Kreativität vorhanden. Wir alle sind gefordert, nachzudenken, wie wir die vorhandenen Instrumente der OSZE besser einsetzen können, um die jetzigen und auch zukünftigen Herausforderungen zu bewältigen. Aber auch mit unseren Partnern, mit den angrenzenden Ländern und anderen internationalen Organisationen müssen wir stärker kooperieren. Sehr geehrte Damen und Herren, Terrorismus stellt für uns alle eine ernste Bedrohung dar. Das haben die schrecklichen Attentate der jüngsten Zeit gezeigt. Auch dagegen helfen nur gemeinsame Ansätze. Besonders wichtig finde ich in diesem Zusammenhang neben dem Sicherheitsaspekt, dass wir die Ursachen des Terrorismus bekämpfen, indem wir den interkulturellen und interreligiösen Dialog fördern, indem wir Konflikte deeskalieren und indem wir wirtschaftliche und soziale Perspektiven für Jugendliche schaffen. Auch hier ist die OSZE bereits sehr aktiv. Unsere Organisation hat sich in einer weiteren großen Herausforderung bewährt, nämlich in den Krisen um die Krim und die Ostukraine, bewährt als wirksame Plattform für den Dialog und als Instrument zum Konfliktmanagement und zur Vertrauensbildung. Dennoch stehen wir hier am Anfang. Der Vorsitz in unserer Organisation ist keine leichte Aufgabe, die nur mit Unterstützung aller erfolgreich sein kann. Ich möchte auf diesem Weg Serbien noch einmal danken für die gute Arbeit im Jahr 2015 und Deutschland wünsche ich viel Erfolg für seinen heurigen Vorsitz. Österreich freut sich bereits jetzt mit Deutschland und Serbien unseren Beitrag als Mitglied der Troika sowie vorsitzführend in der Mittelmeer-Kontaktgruppe einzubringen. Und von diesen Erfahrungen werden wir profitieren können und hoffen daher bereits im Vorfeld auf gute und konstruktive Zusammenarbeit. Die Parlamentarische Versammlung ist dafür ein ganz wesentlicher Partner auf nationaler und auf internationaler Ebene. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, wünsche ich Ihnen alles Gute, einen schönen Aufenthalt hier in Wien, in Österreich und vor allem fruchtbringende Gespräche. Dankeschön.
Thank you, Christina. Thank you very much about your very warm words. It was a great pleasure to hear your warm welcoming speech. Dear parliamentarians, ambassadors, distinguished guests, it is also my privilege to welcome you to the 15th winter meeting of the OSCE Parliamentary Assembly. Let me first express my gratitude to the Austrian Parliament and the OSCE for the hospitality and commitment to the values of the parliamentary democracy. We gathered here to share ideas and to promote problem solving on some of today's most critical issues, and none more critical than the crisis of migrants and refugees, the threat of terrorism, and the situation in and around Ukraine. I listened with great interest last month when Foreign Minister Steinmeier outlined the Chairmanship's priorities for 2016. It is clear that there is much overlap between these priorities and the OSCEPA's agenda, our agenda, and I look forward to close and productive cooperation throughout the year with the Chairmanship and the OSCE other institutions. I want to quote one particular passenger from Chairperson Steinmeier's address to the Permanent Council. He said, "What will help us move forward are not just acknowledgement of the value of dialogue, but the actual dialogue, sincere and engaged, that does not hesitate to identify breaches of the OSCE principles." This is precisely what we at the PA strive for. All of our problem-solving skills are needed in the face of the crisis of migrants and refugees, the topic at the top of our agenda at this year's meeting. I believe that the OSCE and the PA are extremely well suited to address this crisis because of our unique comprehensive approach to security that this critical situation requires. I believe the OSCE can and should do more to help deal with the situation at hand on the country level and on the international policy-making level. Our third committee officers will present a special report at our meeting this week on that very matter, and I certainly look forward to that. Our first committee will also consider efforts to combat terrorism. Terrorism is surely one of the ugliest forms of human activity, and in this time of geopolitical divisions, this is something we can all agree on. Let me again express my condolences to the people and government of Turkey regarding last week's attack in Ankara and last month's attack in Istanbul. We also recently marked the one-year anniversaries of terrorist attacks in Paris and in Copenhagen. What can we, as parliamentarians from across three continents, do together in the face of this horror from which no country is immune? I believe that better coordination and better collaboration are surely needed, and again, the OSCE is a prime platform for making this kind of progress.
Let me turn to crisis in and around Ukraine. I must say that I'm seriously concerned and frustrated, as many of us are, that the one-year anniversary of Minsk II has come and gone, and the international community is still calling for a real ceasefire, the withdrawal of foreign fighters and weapons, legitimate local elections in the east of Ukraine, restoration of Ukraine control over its eastern border, and needed constitutional reforms in Ukraine. It is clear to me that unmet 2015 deadlines must be replaced by new specific dates. I urge all sides, and particularly the Russian-blocked illegal separatists, to stop delaying and start fulfilling the mutually agreed steps right now. What does hand in hand with that is letting the OSCE full do its job on the ground. All sides must finally allow full, unfettered access for OSCE monitors on the ground, and in particular, the illegal separatists must immediately allow access to the entirety of Ukraine's eastern border. They must allow full access for aid groups. As I saw firsthand during my visit to Donetsk Oblast in November, the human suffering continues in there. While the OSCE will remain the leading international organization at work on the conflict, I still believe that the international peacekeeping operation under the auspices of the UN or the OSCE is worth seriously considering. Doing so could give the Minsk agreement a needed boost. I don't see why any side which truly wants peace in Ukraine would opposite such an idea. We also have to condemn the recent announcement by the self-styled Luhansk People's Republic that they intend to hold illegitimate so-called legal elections in late April. I'm also quite troubled by internal developments in Ukraine. The resignation of the economy minister and other reform-minded officials is very worrying sign. Now a real political crisis in Ukraine would mean the stakes could not be higher. Kyiv simply must find a political will and political maturity to launch an all-out effort against corruption, putting aside old loyalties and political infighting. Let us all remember that this was the primary aim of Maidan, and what a tragedy would be if that aim will go unfulfilled. And so, on several levels, the year 2016 could be a make or break time for Ukraine. Dear colleagues, with all these challenges in front of us, there's also some encouraging signs in the air. I'm referring to recent meetings and phone diplomacy between the leaders and high officials of East and the West. I'm also cautiously optimistic about the next meeting of the Normandy Four in Paris next week. It would indeed be high time for some specific progress to be recorded. While it is clear that Russia, for example, is involved from Syria to the Arctic,
it is equally clear that we need everybody around the table to be able to understand each other. In order to move from confrontation into building bridges, we also need strong transatlantic component in Europe. It is our duty as parliamentarians of this organization to do our part to enhance mutually agreed security structures in Europe, not to future questions them. The progress we all want to see will be predicated on increased dialogue, and this is where the PA comes in front and center. We have facilitated some of the only interaction between Russia and Ukrainian parliamentarians since the crisis began, and we will continue to try to make it more constructive and result-oriented. In this context, I renew my call for the readiness of the PA leadership to facilitate fact-finding mission to eastern Ukraine. The minimum include at least Ukraine and Russian parliamentarians. Finally, let me remind you that April the 3rd will mark the 25th anniversary of creation of OSCEPA. It's something special for us. And we have taken a new step, new era in our activities with the new Secretary General. And I can tell you that we have very good start with him. He has made excellent work in the office and on the field level as well. I'm very happy and confident with his work. Now, dear colleagues, I would like to give the floor to Mr. Gernot Erler, member of the Bundestag and special representative of the federal government of Germany for the 2016 chairmanship. Thank you all. I wish you very good success over the next 2 days. Thank you. Herr Präsident, Herr Generalsekretär, Exzellenzen, verehrte Abgeordnete, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Zunächst möchte ich der Parlamentarischen Versammlung der OSZE herzlich danken für die Gelegenheit, heute als Vertreter des deutschen OSZE-Vorsitzes unser Vorsitzprogramm hier vorzustellen. Die Parlamentarische Versammlung gilt als das älteste fortbestehende Gremium der OSZE, als Forum gewählter Vertreter der Bürger der OSZE-Teilnehmerstaaten hat die Parlamentarische Versammlung seit ihres Bestehens einen zentralen Beitrag zum Erhalt von Sicherheit und Stabilität in der OSZE-Region geleistet. Der Grundgedanke von Helsinki und des KSZE-Prozesses, der Dialog und der friedliche Austausch von Argumenten, ist hier verkörpert im stets engagierten, mitunter kontroversen Ringen der Angehörigen der Parlamente aller Teilnehmerstaaten um gemeinsame Lösungen über Gräben und Meinungsverschiedenheiten hinweg. Es sind genau dieser Dialog und dieses Bemühen um Verständigung und Kompromisse, die wir in der jetzigen Situation für unsere gemeinsame Zukunft im OSZE-Raum brauchen und durch unseren Vorsitz befördern wollen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die OSZE bietet uns in dieser Hinsicht einzigartige und über Jahrzehnte bewährte Möglichkeiten. Mit ihrem inklusiven Charakter ist sie ein Forum, um kritische Sicherheitsfragen im direkten Austausch und in einem von allen akzeptierten Rahmen zu besprechen. Das Sicherheitsverständnis der OSZE ist umfassend und bringt die drängenden Herausforderungen unserer Zeit von militärischer Transparenz und Vertrauensbildung über wirtschaftliche Vernetzung
bis hin zu Menschenrechtsfragen zusammen. Der OSZE stehen vielfältige Instrumente zur Verfügung, um Dialog und Vertrauensbildung voranzubringen. Dieses Potenzial, die Instrumente und die Erfahrungen aller Teile der Organisation gilt es zu nutzen. Der Dreiklang von Dialog erneuern, Vertrauen neu aufbauen, Sicherheit wiederherstellen, das ist daher unser Leitmotiv, unter dem der amtierende Vorsitzende Außenminister Steinmeier am 14. Januar in Wien die Ziele des deutschen OSZE-Vorsitzes 2016 vorgestellt hat. Das genannte Leitmotiv haben wir in 5 Aktionslinien konkretisiert. Erste Aktionslinie: Absehbar ist, dass Krisen- und Konfliktmanagement in den etablierten Formaten und mit den von uns ernannten Sonderbeauftragten ein Schwerpunkt der Aufgaben der OSZE auch in diesem Jahr sein wird. Im Konflikt in und um die Ukraine, Präsident Kanerva hat das eben erwähnt, aber auch in Georgien, um Nagorno-Karabach und in Transnistrien. Die erfolgreiche Verlängerung des Mandates und die Verabschiedung des neuen Budgets für die Sonderbeobachtermission SMM in der Ukraine waren wichtige Schritte auf diesem Weg. Zweite Aktionslinie. Wir wollen die OSZE-Fähigkeiten im gesamten Konfliktzyklus stärken, besonders mit Blick auf die zivile Krisenreaktionsfähigkeit, einschließlich Mediation und Vertrauensbildung. Dritte Aktionslinie. Wir wollen die OSZE als Dialogplattform nutzen, sowohl zur Abwehr gemeinsamer Bedrohungen wie Terrorismus, Radikalisierung, Menschen- und Drogenhandel, als auch für Rüstungskontrolle und vertrauens- und sicherheitsbildende Maßnahmen und hier insbesondere zur Modernisierung des Wiener Dokuments. Zusätzlich brauchen wir aber auch einen übergreifenden Dialog zu Fragen der gesamteuropäischen Sicherheit, gegebenenfalls auch in Form eines informellen Prozesses. Vierte Aktionslinie. Wir wollen Konnektivität und gute Regierungsführung im OSZE-Raum nachhaltig fördern. Dazu wollen wir verstärkt Praktiker einbeziehen, insbesondere aus der Unternehmerszene. Und wir wollen in der 5. Aktionslinie die menschliche Dimension besonders in den Fokus nehmen. Es kann keine nachhaltige Sicherheit geben ohne Respektierung von Menschenrechten und Grundfreiheiten, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Unsere Schwerpunkte hier wollen wir unter anderem auf Initiativen gegen den Missbrauch von Medien zum Zweck der Desinformation und die positive Rolle von Minderheiten als Brückenbauer legen. Gerade in der menschlichen Dimension streben wir eine enge Einbindung der Zivilgesellschaft an. Insbesondere die Rolle von Frauen und Jugendlichen ist für uns hier zentral. In diesem Zusammenhang möchte ich auch unsere Überzeugung unterstreichen, dass die Diskussion in der OSZE auch Aspekte der aktuellen Entwicklungen von Fluchtbewegungen und Migration widerspiegeln sollte. Wir sind der Auffassung, dass gerade die OSZE ein wichtiges Forum ist, um die Herausforderungen anzusprechen, die aus diesem Phänomen für unsere Gesellschaften erwachsen, und zwar dimensionsübergreifend, von Grenzsicherung und Bekämpfung von Menschenhandel bis zu Arbeitsmigration und Umweltaspekten, aber vor allem mit Blick auf Toleranz und Nichtdiskriminierung im Umgang mit diesen Menschen auf ihrer Flucht und in ihren Zielländern. Darüber hinaus sollten wir darüber nachdenken, ob die OSZE nicht auch einige operative Arbeit leisten kann, etwa durch ihre Feldmissionen, und damit komplementär und unterstützend zu Aktivitäten anderer Organisationen. Meine Damen und Herren, diese kurz skizzierten Pläne für unseren Vorsitz und Ihre Arbeit im Rahmen der Parlamentarischen Versammlung können
und sollten sich meines Erachtens ergänzen, damit wir zum einen auch in diesen Zeiten tiefer Gräben und Konflikte nicht in einen Zustand der Sprachlosigkeit verfallen und zum anderen über Lösungen für gemeinsame Bedrohungen und Herausforderungen sprechen. Wir wollen an ganz konkreten Punkten unser Potenzial verbinden. So könnte etwa ein enger Austausch zwischen unseren jeweiligen thematischen bzw. regionalen Sonderbeauftragten deren Tätigkeit wechselseitig befruchten. Als gewählte Volksvertreter haben Sie manchmal auch Möglichkeiten, Türen zu Gesprächen zu öffnen, die Regierungsvertretern so nicht zur Verfügung stehen. Ein Beispiel sind die Seminare im Rahmen des sogenannten Wiener Prozesses, die von Kolleginnen und Kollegen der deutschen Delegation in der Parlamentarischen Versammlung angestoßen und unter dem Dach der Parlamentarischen Versammlung ausgerichtet werden. Diese Seminare bieten ein Forum für Austausch, etwa zu Fragen grenzüberschreitender Zusammenarbeit, Versöhnung oder Minderheitenschutz und sind im letzten Jahr auch von russischen und ukrainischen Parlamentarierkollegen für einen konstruktiven Austausch genutzt worden. Dies ergänzt unsere Bemühungen innerhalb der OSZE und im Rahmen des Normandie-Formates hervorragend. Schließlich wird bei der Wahlbeobachtung, die vielerorts in der Öffentlichkeit als die zentrale Aufgabe der OSZE schlechthin wahrgenommen wird, die enge Zusammenarbeit von Parlamentarischer Versammlung und ODIHR auch nach außen hin für alle augenfällig. Dieses sollte unbedingt so konstruktiv wie zuletzt auch im Jahr 2016 fortgeführt werden. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Die Herausforderungen im OSZE-Raum sind beträchtlich. Und wir haben selbstverständlich kein Patentrezept, um mit einem Schlag alle Schwierigkeiten für unsere gemeinsame Sicherheit zu überwinden. Aber wir sollten alle Instrumente, die uns zur Verfügung stehen, einsetzen, um zumindest kleine Schritte zur Wiederherstellung von Dialog, Vertrauen und Sicherheit in Europa zu tun. Gerade als Parlamentarier freue ich mich sehr auf den engen Austausch und die gemeinsame Arbeit mit Ihnen, der Parlamentarischen Versammlung. Wir müssen geduldig, beharrlich und realistisch sein. Gleichzeitig müssen wir uns aber auch die Vision bewahren, die die Charta von Paris vor 25 Jahren formuliert hat. Die Vision eines sicheren, friedlichen und vereinten OSZE-Raums von Vancouver bis Vladivostok für alle seine Bürger. Ich danke Ihnen. Thank you very, very much indeed about your valuable contribution to the OSCE PA. It's very, very good starting point for our mutual collaboration in various ways. We really appreciate those principles and lines you just presented. Later on, we will discuss about those ideas. But now, before that, I will recognize two speakers of the Parliament. Speaker Narishkin from Russia and Speaker Tokayev from Kazakhstan, who are just joining us in this meeting, and they have just 5 minutes to have the speech, and we will start with the floor of Mr. Speaker of Russian Duma, Mr. Narishkin, please. The floor is yours. Уважаемые члены Президиума, уважаемые коллеги, дамы и господа, считаю нынешнюю сессию Парламентской Ассамблеи крайне важной и надеюсь, что мы не растратим ее возможности. Само место нашей встречи, великолепная Вена с ее традициями дипломатии и культуры, познавшая периоды разделения и объединения, познавшая времена
коричневой диктатуры и радость освобождения заставляет всех нас задуматься, почему современная Европа сама разрушает свою безопасность и свою культуру, включая культуру международных отношений и культуру диалога. Да, сейчас много и справедливо говорят о новых вызовах. Но все-таки ключевая проблема не в них, а в недостатке воли эффективно на эти вызовы реагировать. Подорваны ресурсы для современного равноправного обсуждения выработки согласованных решений. Признаемся, также возможностей за последние годы для выработки таких согласованных решений стало меньше. Уже звучат слова о новой холодной войне. А значит, каждый ответственный политик обязан обратиться к урокам той холодной войны второй половины 20 века. А главным уроком той войны, той холодной войны, было то, что она, эта холодная война, была завершена отнюдь не взаимным запугиванием. Конец холодной войне принесло доверие, то самое доверие, которое кропотливо нарабатывалось в рамках совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Без него не была бы создана наша организация, не состоялось бы объединение Германии, ни многие другие успехи европейской и евразийской интеграции. Однако блок НАТО, чьи действия препятствовали, а не способствовали завершению холодной войны, присвоил себе лавры победителя и продолжил реализацию заданной программы, расширяясь на восток, превращая партнеров в вассалов, диктуя и продавливая политические решения. Увы, эту же логику во многом воспринял и Евросоюз, вплоть до синхронизации включения ряда государств в Европейский Союз и в НАТО. Фундаментальная основа ОБСЕ, принцип неделимой безопасности, не вписывается в идеологию самоназванных победителей. Все связанное с подлинно общеевропейской работой ими вытесняется и отбрасывается. Яркий пример – провал адаптации договора об ограничении обычных вооружений и вооруженных сил в Европе. Новые члены Североатлантического блока к адаптированному договору даже не присоединились. И жизнь подтвердила правило. Если выстраивать свою безопасность в ущерб безопасности кого-то другого, то этот другой рано или поздно, но обязательно предпримет ответные меры. Согласитесь, что освоение все новых бюджетов, чем так гордится руководство Североатлантического альянса, достижение неоднозначное. В Ираке и Ливии войска стран блока, по сути, расчистили площадки для террористов. За время пребывания НАТО в Афганистане произошел взрывной рост производства наркотиков, поток которых хлынул в том числе и в Европу. А у сирийских границ блок не способен ни остановить террористический транзит, ни удержать своих членов от преступных провокаций. Просто дело в том, что Североатлантический блок производит не безопасность, а конфронтацию. А ведь после той холодной войны НАТО могло стать другим. Могло. Но, к сожалению, не стало. Все многообразие современных подходов к европейской безопасности в конечном счете можно свести к двум. Один связан с традициями ОБСЕ, другой – с практикой блока НАТО. Один ориентирован на диалог и взаимно приемлемый результат. Другой, как и полагается военному блоку 1949 года выпуска, ориентирован на одностороннюю победу. И этот второй подход исходит из двойных стандартов, логики подчинения, а слова о правах человека, о европейских ценностях для него не более чем некая военная хитрость, такая дымовая завеса. Действия в том же стиле мы все чаще видим в работе многих европейских структур, включая Европарламент и Парламентскую ассамблею Совета Европы.
К сожалению, и наша с вами парламентская ассамблея не свободна от подобных всплесков. Как вы помните, в Хельсинкской сессии прошлого года участие российской делегации было заблокировано действиями, противоречащими принципам и ценностям парламентской демократии. И этот факт, конечно же, позорный для всех его инициаторов и исполнителей. При всем этом я связываю с ОБСЕ, включая ее парламентскую ассамблею, будущее всей европейской безопасности. Одно из главных подтверждений тому – Минский процесс. Он уже смог резко сократить количество жертв и реально ослабить напряженность на юго-востоке Украины и во всей стране. Но провал Минского процесса, если такое произойдет, будет провалом ОБСЕ, а провал ОБСЕ будет провалом всей Европы. А ведь именно к этому ведет нежелание добиваться от Киева выполнения его обязательств. На мой взгляд, перед нашей ассамблеей стоит абсолютно понятный, хотя и не для всех простой выбор. Поддержит ли ассамблея фундаментальные, основополагающие задачи ОБСЕ, укрепит ли ее роль и традиции, сумеет ли пересмотреть приоритеты последнего времени и поставить на первое место в своей повестке именно безопасность, общеевропейскую безопасность, или же превратиться в еще один ретранслятор заявлений НАТО и Европарламента. Я не хочу, чтобы в нашей ассамблее оказались заблокированы равноправный диалог, деятельность рабочих органов и присутствие национальных делегаций. Но каким путем будет развиваться наш форум, зависит от каждого из нас. Уважаемые коллеги, в начале выступления я говорил о символике места проведения нашей сессии. Но есть и символика времени. На днях Россия и Соединенные Штаты Америки выступили с совместным заявлением о прекращении боевых действий в Сирии, сделав важнейший шаг к урегулированию этого острейшего кризиса. А две недели назад в Гаване состоялась поистине историческая встреча Святейшего Патриарха, главы Русской Православной Церкви, и Папы Римского, главы Католической Церкви. Это готовность пойти навстречу друг другу, несмотря на очень серьезные многовековые разногласия, может и должна стать для нас примером. Речь идет о диалоге по вопросам, которые имеют исключительное значение для всей человеческой цивилизации, а Европа несет за это особую ответственность. Спасибо. And then, Speaker of the Kazakhstan Parliament, Mr. Tokayev, the floor is yours. Dear colleagues, at the outset, I would like to congratulate Mr. Roberto Montella on assuming his duties as the Secretary General of our family. The Parliamentary Assembly of the OSCE is a priority for us. We also pin our hopes on the successful German OSCE chairmanship in 2016. First and utmost, it concerns the situation in Ukraine. The Minsk agreements, and in particular the package of measures for their implementation, create an essential framework to solve the crisis. It is time for all stakeholders to start acting and refrain from any confrontational rhetoric. We believe that the proposal to set up a contact group on Ukraine in the OSCE Parliamentary Assembly is still relevant. We should not let this crisis slide into another frozen conflict. The security of each participating state is inseparable, linked to that of all others. This provision of the Astana Declaration has become even more important 40 years after the signature of the Helsinki Final Act. Terrorism, the situation in the Middle East,
migration crisis, all these factors have a negative effect on global security. The Organization for Security and Cooperation in Europe, being in essence a Eurasian forum, can and should contribute to restore trust between countries in the interests of comprehensive security. The less mutual trust and cooperation exist, the more opportunities terrorists get to undermine moral and political values of the modern civilization. On May 21st this year in Astana, we are hosting a parliamentary conference, Religions Against Terrorism, that will be attended by representatives of all world and traditional religions. Taking this opportunity, I am delighted to invite my distinguished colleagues to take part in this conference. The fight against terrorism should not be limited only to the use of force. We all have witnessed that terrorism is a complicated phenomenon poisoning the minds and souls of young people around the planet. Therefore, we need a new ideology deriving from teachings of world and traditional religions to successfully respond to this global menace. We welcome the agreement between the United States and Russia on the truce in Syria and urge all the parties concerned to strictly implement it in order to protect the fragile situation in Syria from a further deterioration. The OSCE Parliamentary Assembly should act in the spirit of a common political project. We find any policies aimed at blocking members of parliaments, in particular their speakers, from attending our forums by imposing visa restrictions to be fully unacceptable. There should be no room for sanctions in politics in the 21st century, since they shatter the world economy. The right to impose sanctions is an exclusive power of the United Nations and ought to be applied in exceptional cases. Despite the crisis, Kazakhstan is absolutely firm in its commitment to pursue institutional reforms. Last year, President Nazarbayev launched the Plan of the Nation. This comprehensive document implies civil service reform, enhancing the rule of law, economic diversification, business development, strengthening Kazakhstan's identity and unity, creating transparent and accountable government. To support these sweeping reforms, the Parliament has already passed almost 60 laws and will consider some dozens in the nearest future. And finally, I would like to inform you that Kazakhstan will hold on the 20th of March elections to the Low Chamber, to the Majlis. Six political parties will compete for the seats. The OSCE observation mission has been deployed, and we are very much grateful to that. The election will be open and fair, in compliance with the national legislation and international standards. Thank you for your attention. So, you know, several members of our assembly have already signed up to ask the questions to Mr. Erler. Would anybody else who would like to ask a question, please inform my advisors here at the podium why I call the first questionaries. And Mr. Erler, you are ready to give the answers. Very good indeed. And the first question, first floor, goes to Mr. Artur Gerasimov from Ukraine. And he wants to speak from the podium. Artur, the floor is yours.
Dear Mr. President, dear colleagues, ladies and gentlemen, first of all, let me say big thank you for the President Kanerva, for the OSCEPA, and for the German chairmanship for high attention for the resolution of the conflict in and around Ukraine, and the conflict with Russia, and also to the high attention to the resolution of the occupation of Crimea. Let me remind you that these days, 2 years ago, the world witnessed events hardly imaginable in Europe of the 21st century. Russian special forces, as it was later recognized by the President of Russia, Mr. Putin, assaulted administrative buildings, military bases, and navy in Ukraine's Autonomous Republic Crimea and the city of Sevastopol. OSCE co-principles, Russia's own commitments as an OSCE participating state, have been trampled underfoot deliberately with Nazi-style claims of the need to protect compatriots as a cover-up of the military aggression. Russia has illegally occupied Ukraine's Crimea and encroached on Ukraine's Donbas despite its security assurances for Ukraine under 1994 Budapest Memorandum after Ukraine gave up its world's third largest nuclear stockpile. The detrimental effect of the Russian aggression to the security architecture in Europe and international non-proliferation regimes could hardly be overstated. Hawks in the so-called threshold countries have gained an argument about nullity of guarantees to underpin their nuclear weapons aspirations. 2 years ago, Putin laid claims for entire southern and eastern parts of my country, courage of Ukraine, courage of Ukrainians in defending their native soil and unity of purpose of the international community disrupted these expansionist plans. Ukrainians were able to curb the military aggression on the current contact line in Donbas and to compel Russia to sit down at the negotiation table. Voice of the OSCE Parliamentary Assembly has significantly contributed to the international condemnation of Russian illegal actions. Heavy price has been paid by my country. Thousands of killed, dozens of thousands of injured, millions of deprived of homes and adequate living conditions. Ukraine remains committed to the Minsk agreements as a peace roadmap for Donbas. And let me one more stress your attention that, and it was mentioned in Mr. Naryshkin's speech, we need trust. Yes, we are fully obliged to and fully committed to the Minsk agreements. But unfortunately, key from the Minsk agreements is laying in Moscow. Despite some comments from the Russian Federation, the situation is goes down, everything is okay. What we see in the moment? We see now regular ceasefire violations, and the number of these violations is increased during the last couple of weeks. Also, even more, the terrorists started attempts of the direct battles with the manpower supported by tanks. Also, as for the, when we started to speak about SMM OSCE mission, they are real heroes because they are trying to do the best from their side, and President Kanerva saw it during his visit, even not to Donetsk area, to the front line. But unfortunately, till that moment, special monitoring mission is not allowed to visit all the occupied areas despite the Minsk agreement. Also, let me tell that the human rights situation in illegally occupied Republic of Crimea and the city of Sevastopol remains utterly unacceptable. Russian occupying authorities have consolidated their policy of repressions with Crimean Tatars, and Ukrainians remaining the most vulnerable communities on the occupied peninsula or forcibly to serve in the Russian army. Those who oppose illegal occupation continue to be arrested under trump-up charge. Some activists have disappeared and their whereabouts remain unknown. During this day, we are going to organize the side event here related to the human rights violation in the Autonomous Republic of Crimea, and we invited to our event one of the leaders of the Crimean Tatar, Rifat Chubarov, so you will have possibility to directly ask questions to him. Dear colleagues, we need to remember at the moment that Ukraine's sovereignty and territorial integrity remains violated.
Russia attempts to undermine the European and transatlantic unity of purpose continue. Russian propaganda previously focused on producing and producing fakes about Ukraine, Baltic states and other out-of-favor neighbors have spread significantly its geographical scope, finding allegedly suffering and even raped Russian speakers in Germany and other European states. Dear colleagues, tireless efforts towards restoring respect to the OSCE principles and commitments remain the only efficient antidote to the repetition of their flagrant violations in other parts of the OSCE region. Tolerating Russia as a rule breaker would result to unpredictable consequences for the common cooperative security, for the long-term interests and stability of the OSCE countries. We therefore believe it to be imperative that the issue of ensuring strict adherence to the OSCE principles and commitments of common response to Russia's aggression remain at the top of the OSCE agenda. We do believe that our strength is in solidarity and encourage all to stay united around our fundamental values and principles. Thank you for your attention. Point of order, господин председатель. Point of order. Thank you very much, Arthur. Thank you. Позвольте. Excuse me. Point of order. Who is asking? Who is asking the point of order? Ковалев. Моя фамилия Ковалев, господин председатель. Я бы хотел задать простой вопрос. Означает ли это? Вот то, что мы сейчас стали свидетелями, что каждый из членов парламентской ассамблеи ОБСЕ вправе выйти на трибуну и выступить в течение 10 минут якобы под предлогом задания вопроса. Потому что я такое встречаю, честно говоря, первый раз. Это выступление, полноценное выступление, наверное, вправе ставить вопрос о выступлении, но это никак не вопрос. Иначе просьба записать тогда нас всех на такие вопросы. И мы сейчас в течение 5-10 минут каждый расскажет о том, что же творится на самом деле, объективно, на наш взгляд. Такая готовность есть. Мне кажется, работа парламентской ассамблеи в таком случае будет парализована. Поэтому мне бы хотелось призвать руководителя, председателя парламентской ассамблеи к строгому соблюдению регламента, который мы с вами утвердили, и к строгому соблюдению тех правил, которые у нас существует во время проведения наших парламентской ассамблеи. Yes, thank you. Thank you. Спасибо большое. First of all, it's clear that we are very, very equal in various ways. And of course, if it will be needed, we will make with our common decision some limitations for the time to use to give the contributions, but we have also very clear statements in our rules, and I ask Lord Bowness to inform all of us what is the basic situation concerning our rules procedures in the plenary sessions. Where is Mr. You can just ask questions now. Where is he? Okay, yes, please, Mr. Well, thank you very much, Mr. President. I don't think, with great respect, that the Assembly wants to hear a discussion or a lecture by me on the actual rules. I think the key thing is that the discretion on times really rests with the President. And I think the key issue is that this is meant to be a parliamentary meeting and a discussion. And we have had a long, protracted propaganda speech from one member state who has chosen not to remain in the room to hear the responses of other member states, which is hardly parliamentary procedure, nor does it build upon trust. They all know. Well, there we go. I really think, you know, pictures say more than words, Mr. President. The point that I had wanted to put to the representative of the chairman in office, really,
and I had hoped would have been in the presence of those who were seeking to justify their failure to implement the Minsk Agreement in Ukraine, was whether he could have told us in some detail of the difficulties which he was experiencing in ensuring access for the special monitoring mission in East Ukraine and in Crimea itself. I hope that he would give us some details from the perspective of the chairman in office, not from one particular side or other of the dispute, about the breaches of the ceasefire. All of these things are vital to a realistic discussion and a meaningful discussion in a parliamentary assembly. And walkouts and long statements, when you don't listen to a different point of view, have no place in that at all, and must put our trust in the goodwill of the delegates from the Russian Federation severely at risk. Thank you. It's a not very easy moment. We just got a very clear explanation and also position of Lord Bures, but as I see, there are also a few comments, but I'd like to tell you that we have time limits and maybe just one Vili night, a very short, maybe 1 minute, and then we will move on our agenda. There are other speakers and questions. Thank you, George. I think 1 minute will be enough for me. I want to make a remark, because Mr. Naryshkin has insulted some members of NATO by calling us vassals. I must say that Western democracies are not looking for vassals. It's maybe Russian Empire who always looked after them. And expansion of NATO, enlargement of NATO, was only the move of historical justice. Historical justice for nations for tens of years and even longer kept by Russian Empire. So I think that Tribune and our audience of the OSCEPA was misused for insulting our member states. So I'm looking forward that Mr. Naryshkin apologize. Thank you. Thank you, Vilya. Ask Mr. Erler to reply to Mr. Grassi. Yeah. Just a moment. Unfortunately, Mr. Naryshkin already left. Maybe he will do it afterwards. I don't know. But now we have our agenda. And now I'd like to ask Mr. Erler, maybe you'd like to respond to the question. Meine Damen und Herren, ich glaube, wir sind hier Zeuge davon, wie sehr dieser europäische Konflikt um die Ukraine auch sich direkt auswirkt auf die Arbeit der Parlamentarischen Versammlung der OSZE und der OSZE insgesamt. Und das erinnert uns nochmal an den Ernst der Situation. Ich möchte mich hier nicht darauf einlassen, ob es in der NATO Vasallen gibt oder ob hier Unterwerfung das richtige Wort ist. Ich möchte mich vollkommen konzentrieren auf die Bemerkungen, die zu dem Minsker Prozess hier gemacht worden sind. Wo stehen wir, liebe Kolleginnen und Kollegen? Wir haben Fortschritte gemacht bei der Umsetzung der 13 Punkte des Minsker Abkommens. Aber wenn wir ehrlich sind, müssen wir feststellen, dass kein einziger Punkt bisher zu 100% umgesetzt worden ist. Es gibt einen Waffenstillstand, aber im Augenblick kriegen wir von der SMM jeden Tag Berichte davon, dass zwischen 60 und 80 Verletzungen dieses Waffenstillstands stattfinden. Wir haben einen Abzug von schweren Waffen, der begonnen wurde, aber wir bekommen im Augenblick Berichte, dass schwere Waffen auch wieder in die vorderen Stellungen gebracht werden. Wir haben eine Verabredung über den kompletten Zugang
der Special Monitoring Mission zu jedem Platz, zu dem diese will, zur Kontrolle. Aber wir haben Berichte, dass dies auf beiden Seiten nicht möglich ist, wobei die Haupthindernisse auf dem Gebiet der selbsternannten Volksrepubliken Luhansk und Donetsk liegen. Und wir haben im Augenblick das Problem, dass die jetzt anstehenden politischen Umsetzungspunkte, also die Reform der ukrainischen Verfassung, der Erlass eines speziellen Wahlrechts für die Lokalwahlen und auch die Entscheidung über die Autonomierechte für die Ostukraine nicht vorankommen, dass sie nicht umgesetzt werden. Was ist dann das Gebot der Stunde aus der Sicht des deutschen Vorsitzes? Ich sage Ihnen, wir kommen nicht weiter, wenn wir es fortsetzen mit dem sogenannten Blame Game. Nämlich, dass jeder immer sagt, der andere ist verantwortlich dafür, dass es nicht vorangeht. Und leider haben wir eben auch wieder solche Äußerungen gehört. Wir sind fest davon überzeugt, dass es überhaupt nur die Chance gibt, wenn beide Seiten hier oder alle drei Seiten, also die ukrainische Seite, die Seite der Autoritäten in Luhansk-Donetsk und die russische Seite, verstehen, dass es nur in einer gemeinsamen Anstrengung gelingen wird, die 13 Punkte von Minsk umzusetzen. Deswegen haben die vier Außenminister im sogenannten Normandie-Format am Vorabend der Münchner Sicherheitskonferenz sich erneut getroffen. Sie haben nicht nur das nächste Treffen am 3. März in Paris vorbereitet, sondern sie haben noch mal Aufträge erteilt. Sie haben den Auftrag erteilt an die Special Monitoring Mission, jetzt Wege zu finden für eine hundertprozentige Umsetzung des Waffenstillstands. Denn wenn der Waffenstillstand nicht umgesetzt wird, ist es doch klar, dass wir ukrainische Stimmen hören, die sagen, ohne dass die ersten Punkte des Minsker Abkommens umgesetzt sind, fühlen wir uns auch nicht verpflichtet, die nächsten Punkte umzusetzen. Und dann haben wir eben diesen Stillstand. Und es ist ein weiterer Auftrag gegeben worden an die SMM, nämlich einen Vorschlag zu machen, wie man die anstehenden Lokalwahlen tatsächlich von der Sicherheit her absichern kann. Das muss eine Aufgabe der SMM sein, weil wir eine andere Größenordnung für Sicherheit überhaupt nicht in der Region haben. Meine Damen und Herren, wir werden uns nicht einlassen darauf, dass der eine immer den anderen beschuldigt, nicht umzusetzen, sondern wir wollen mit Ihnen zusammenarbeiten, damit tatsächlich jetzt ein Prozess eingeleitet wird, dass wir über die vollständige Umsetzung der Verpflichtungen beider Seiten Schritt für Schritt vorankommen. Und es stimmt nicht, dass hier die Normandie-Staaten oder Deutschland im Vorsitz einseitig nur von einer Seite hier Umsetzung verlangt. Ich will Sie daran erinnern, dass Anfang dieser Woche der deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier zusammen mit seinem neuen französischen Kollegen Jean-Marc Ayrault extra nach Kiew gefahren ist, aus Sorge darüber, dass jetzt die Regierungskrise, die dort stattfindet, auch ein neues Problem produziert. Nämlich, wir brauchen eine handlungsfähige ukrainische Regierung, natürlich, um weiterzukommen mit der Umsetzung von Minsk. Es gibt keine Alternative. Es gibt keine Alternative als das Minsker Programm, um die Feindseligkeiten in dieser Region und damit auch tägliche Opfer von Verletzungen und wöchentliche Opfer von Todesfällen hier endlich zu stoppen und endlich hier zu einer Lösung zu kommen. Und ich kann Sie nur sehr nachhaltig um Unterstützung für diesen Weg bitten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you very much, Mr. Erler, for very interesting and important remarks. And answer, I just like to inform you that we have very strained time limits here. I've been told that we have only 5 minutes for interpreters work, so I'd like to ask you to shorten your questions. We have several people, our colleagues here on the list, and then if it's necessary to ask question, please
he was in a writing. So it's just only time limits, you have to understand that. Now, there will be a question of Mrs. Heidi Fry, then Mr. Popov, and Mr. Lombardi. Thank you very much, Mr. Chair. I'm not going to be very long, but I wanted to thank Mr. Erler for his statement. I think Canada can agree with all of the priorities that he stated, conflict prevention, strengthening the OSCE to perform its duties and its capacity to do so, the cross-cutting measures that he talked about, and the human dimension. I think we support this. But I want to ask my question as the gender representative for the OSCEPA. I know that the German chairmanship outlined certain priorities with respect to gender for this year. One was a Security Council Resolution 1325 with regard to conflict prevention, the role of women in crisis management and post-conflict rehabilitation. And the other was using this cross-cutting issue as with regard to collaboration with the Office on Gender Issues and the Special Representative of the OSCE. So I would like Mr. Erler to tell us, please, and because I am very disappointed, and I want to state my disappointment here, that in 2014 and again in 2015, the Ministerial Council did not adopt an addendum to the 2004 Gender Action. So I want to ask Mr. Erler what Germany sees as the stumbling blocks to getting this moving. How does he plan to remove those stumbling blocks and get us a very strong action plan? And what is he going to do? What concrete steps is he going to take to address the problem of the getting the UN Security Council 1325 to be actually implemented and to look at gender as a cross-cutting issue? What are his concrete plans? Okay, thank you. And then another question, Popov. And I'd like to ask our interpreters to help us 10 more minutes, and there will be big applause finally, I think so. Please, Popov. Dear colleagues, I see the Ukrainian issue, in any case, will be one of the highest priorities and highest challenges for our organization for next year. For sure, Ukrainian side will implement Minsk agreements, but we would like to underline that security points should be implemented first. Unfortunately, even today, we have no ceasefire in Ukraine. At least we will have stable ceasefire, we will continue our political reforms as we promised in Minsk agreement. So, the question is, first, how German chairmanship would like to improve OSCE activity, OSCE instruments to guarantee that security points of Minsk agreement will be implemented? And how do you evaluate idea of international peacekeeping missions based on OSCE or United Nations? And second question, there is no single words about Crimea in Minsk agreement, and this is a big problem, and the situation is in Crimea with human rights is also very strong. How German chairmanship would like to raise this issue and to work with this? Thank you. Thank you very much. Another Lombardi, Mr. Lombardi, and then Mr. Azaigulyev. Once again, I'd like to ask you to limit your questions up to 1 minute. Kolleginnen und Kollegen, die Schweiz unterstützt zu 100% die Ziele und die Prioritäten des deutschen Vorsitzjahres. Drei konkrete Fragen dazu. Um den Dialog zu stärken, ist sicherlich die wirtschaftliche Konnektivität von großer Bedeutung. Nun sehen wir aber, dass sie zurzeit eher abnimmt als zunimmt. Was kann man in diesem Bereich tun, damit die Mitgliedstaaten verstehen, dass diese Konnektivität eine Grundlage für die Entwicklung des Dialogs und auch natürlich des Wohlstandes aller Völker ist. Zweitens, mit welchen
Instrumenten, mit welchen Gremien kann man diese Vertrauensbildung wieder stärken? Wäre zum Beispiel eine Fortsetzung des Panels der eminenten Personen, allenfalls in anderen Formen, ein mögliches Instrument dafür? Und drittens, solange wir die Erfolge des Minsker Prozesses abwarten müssen, was kann man tun, damit mindestens im Donbass die humanitäre Lage konkret verbessert werden kann? Thank you very much. Now, Mr. Guliev, followed by Poso de Borgo and Mr. Dolidze. Thank you, Mr. Chair. I really understand the real situation and the challenges that the German chairmanship is facing now with regard to a set of the questions and the issues related to the conflict in the area. We have been talking about the Minsk process concerning the Ukrainian crisis, but of course we have another Minsk process called the Minsk Group that is really dealing with the resolution of the Armenia-Azerbaijan conflict. But unfortunately we have not been witnessed any serious step and significant progress made toward the resolution. We see that the Minsk co-chairs made no serious attempts to bring the reconciliation and the peace to the region. It is the first how we can revitalize the negotiation process as well as the activities of co-chairs. Also, how we can be able to convene Minsk conference in general, because the main aim was at the beginning of the negotiation to convene the Minsk conference in order to evaluate the real situation with regard to the conflict. Unfortunately, due to the unconstructive approach of Armenian side, we are not able to resolve this problem. So my question, are the German chairmanship to stop at least the co-chairs to become a toothless tiger or powerless to implement their mandate? Or how we can be really help together with the German chairmanship to make, even if it is small, some result and the steps towards the resolution? This is my question. Please, Mr. Erler, please make some clarification for that. Thank you. There are two more questions. Maybe we will pick up and then you will respond on all of them. Now, Pozo de Borgo and Mr. Dolidze, and that's. La question au représentant allemand, moi quand j'ai entendu votre programme, j'ai l'impression que l'OSCE veut faire trop de choses et qu'on devrait peut-être s'impliquer essentiellement sur les problèmes de sécurité, notamment sur les relations Union européenne-Russie dans tous les problèmes actuellement découlent, actuellement l'Ukraine, les conflits gelés. Également, devons nous interroger aussi sur la prégnance de la politique américaine, notamment par le biais de l'OTAN, sur la politique européenne, et aussi s'interroger à la nécessité d'arriver à une défense européenne. Je crois d'ailleurs que le Conseil européen du mois de juin va aborder un problème là-dessus. Et c'est le rôle même de l'OSCE d'occuper des problèmes de sécurité et peut-être pas des problèmes sociaux. C'est la question que je vous pose. Thank you very much. And very last question from Mr. Dolidze. Thank you, Mr. Chairman. First of all, I think that in this very vulnerable period of time, all of us should be less emotional and more pragmatic. But very unfortunately, speech of Mr. Naryshkin, which has been delivered, and not only his speech, shows us that Russia is becoming more emotional and more aggressive. My question goes to the integrational processes in the Eastern Partnership or association agreements, DCFTAs, let us say instruments, Mr. Erler, for countries like Ukraine, Georgia, and Moldova. We have occupied territories, we have plenty of problems, including territorial conflicts, of course. How do you look at that? Because that's kind of very good instruments from my point of view, which should be used properly by our countries, first of all, and, of course, by Germany and other European partners for more integration, more reforms, and more steps forward in this dimension. How do you look at that instrument? Thank you very much. Thank you very much. So, floor is yours, please. Ich möchte mich für die vielen substanziellen Fragen hier herzlich bedanken und ich habe jetzt die nicht leichte Aufgabe, in wenigen Minuten hierauf Antworten zu geben.
Ich fange mal mit den nicht sicherheitsrelevanten Fragen an. Zu der ersten Frage, der deutsche Vorsitz bemüht sich in der Tat in der Frage Gender um zwei Dinge, nämlich einmal, dass es dieses Addendum zu dem Gender Action Plan tatsächlich umgesetzt wird und zweitens aber auch sind wir bemüht, das Thema Gender in viele andere Aktivitäten unseres Vorsitzes mit einzubinden, also das nicht nur als ein separates Thema zu behandeln, sondern als ein integriertes Thema bei vielen anderen Fragestellungen. Also schauen Sie sich nur auf die Frage, die vorhin angesprochen worden ist, das Schicksal von Frauen im Kontext von Flüchtlingsproblematik. Und da könnte ich viele andere Beispiele nennen. Zur Frage der Konnektivität. Also in der Tat ist es so, dass wir ja genau dieses Thema aufgegriffen haben in einer großen Konferenz, die jetzt am 18. und 19. Mai in Berlin stattfindet. Und wir wollen unsere Anstrengungen dort auch dadurch verstärken, dass wir erstmals, das ist bisher nicht so üblich gewesen in der OSCE, hier Business-Leute, Leute aus der, auch der Privatwirtschaft mit einladen ausdrücklich, dass die auch mit aufgenommen werden in die Länderdelegationen und hier eine wichtige Rolle spielen. Was die Zukunft des Panels of Eminent Persons angeht, wollte ich nur sagen, wichtig ist ja auch, dass man erstmal die Ergebnisse von diesem ersten Panel, die ja in mehreren Berichten vorgelegt worden sind, jetzt ernst nimmt und zum Gegenstand weiterer Arbeit der OSZE macht. Ich war gerade gestern in Hamburg, wo wir ein Treffen des Civil Society Networks und der Academic Institutions der OSZE, also die mit der OSZE zusammenarbeiten, hatten, wo wir einen Start hatten für einen Prozess, nämlich diesen Vorschlag, der von Herrn Ischinger und dem Panel of Eminent Persons an uns gegangen ist, das sogenannte Problem der Diverging Narratives, also der unterschiedlichen Wahrnehmungen von politischer Wirklichkeit in den letzten 2,5 Jahrzehnten aufzugreifen. Das ist unser augenblicklicher Ansatz hier zu sagen, bevor wir über weitere Aufgaben, denkbare Aufgaben, nicht, dieses sehr wertvollen Panels, an dem ja 15 Vertreter von 15 verschiedenen Ländern teilgenommen haben, nachdenken, wollen wir erstmal uns beschäftigen mit den Vorschlägen, die die gemacht haben und die nach Möglichkeit abzuarbeiten. Soziale Fragen beschäftigen uns in verschiedenen Bereichen unseres Vorsitzprogramms. Die drängen sich ja auch regelrecht auf. Wir müssen uns ja mit dem Thema Fluchtursachen beschäftigen. Und wenn ich auf den afrikanischen Kontinent gucke, mal jenseits des syrischen Bürgerkriegs, der sicherlich der größte Produzent von Flüchtlingen im Augenblick ist, dann müssen wir feststellen, dass ohne eine Antwort auf die Fragen von Armut, von sozialer Depravierung, wir gar nicht in der Lage sein werden, in irgendeiner Weise Fluchtursachen zu bekämpfen, die Ursachen für Flucht zu verändern. Das wird also in mehreren Veranstaltungen unseres Vorsitzprogramms ganz bestimmt vorkommen. Dann ist noch eine Frage gewesen zu den Assoziierungsabkommen. Also die klare Botschaft von der deutschen Seite an Länder wie Ukraine, Georgien, Moldova, die im Augenblick alle, ja, in einer schwierigen Situation sind, ist, es ist jetzt das Wichtigste, die Chancen von den Assoziierungsabkommen auch tatsächlich zu nutzen. Diese Assoziierungsabkommen sind ja geradezu ein Fahrplan für eine Modernisierung, für eine Reform von Gesellschaften mit Unterstützung der Europäischen Union. Ich bin manchmal besorgt, dass in diesen drei Ländern, ich will das ausdrücklich hier sagen, schon viel diskutiert wird über die Frage, wann man endlich Mitglied der EU wird, aber wenig diskutiert wird, was die nächsten Schritte zur Umsetzung der Assoziierungsabkommen sind. Ich glaube, das war eine verständliche Antwort. Damit komme ich zu den Sicherheitsfragen, die Sie aufgerufen haben, nochmal. Da möchte ich als erstes sagen, wir sind sehr, sehr besorgt über die Situation in Nagorno-Karabach. Wir hatten im vorletzten Jahr über 60 Todesopfer.
und im letzten Jahr wieder über 60 Todesopfer und dazu eine Vermehrung der Nutzung von schwersten Waffen, von Panzern, Haubitzen und so weiter. Und zwar nicht nur an der Line of Contact, sondern auch an der armenisch-aserbaidschanischen Grenze. Wir haben uns deswegen natürlich auch durch die Ernennung von Sonderbeauftragten hier sofort, ja, zu Beginn unseres Vorsitzes in die Arbeit gestürzt. Durch Reisen der Sonderbeauftragten, aber auch ich habe zum Beispiel in München und jetzt in Berlin Gespräche mit Außenminister, stellvertretenden Außenminister von beiden hier Konfliktpartnern geführt. Wir werden uns nach Möglichkeit diesem Problem widmen, aber ich bitte auch um ein Verständnis. Die OSZE kann auch von ihrem Selbstverständnis her nicht die Aufgabe der Co-Chairs von der Minsk Group übernehmen. Wir können Anstöße geben und vielleicht kriegen wir kleine Schritte der Deeskalation hin. Dazu sind wir in der Lage. Aber wir können nicht sozusagen Ersatz für die große Politik machen. Das ist nicht die Aufgabe der OSZE. Damit komme ich nochmal zu den Fragen, die sich nochmal mit der Ukraine beschäftigt haben. Also, es ist völlig klar, dass wir eine Diskussion haben in der Ukraine, auch aus der Frustration heraus, was die Ergebnisse der Minsk-Umsetzung sind, zu gucken, ob andere Missionen denkbar sind. Aber ich meine, einige Erfahrungen gibt es ja schon. Die eine Erfahrung ist die, dass eine UN-Mission schon deswegen nicht möglich ist, weil es dort Vetorechte gibt, die da eine Rolle spielen. Eine andere Erfahrung ist, dass die EU sich im Augenblick nicht auf dem Pfad eines Konsenses befindet, hier irgendeine Mission zu einem Eingreifen in den ukrainischen Konflikt vorzunehmen. Wir sind jetzt konfrontiert worden in München mit einem neuen Vorschlag für eine SPM, eine Special Police Mission. Da ist die Rede von 5.000 bis 10.000 Polizisten, die in die Ukraine geschickt werden sollen, möglichst unter der Leitung der OSZE. Da kann ich nur dazu sagen, wir sind doch glücklich im Moment, dass wir 680 geschulte und fähige Beobachter in die SMM schicken konnten. Das hat uns sehr, sehr viel Zeit und Kraft gekostet, das zu tun. Wir haben als nächstes die Stufe 800 Beobachter zu erreichen. Und das ist ein ganz langsamer Prozess, zu glauben, dass wir ganz nebenbei noch 10.000 Polizisten aufbieten können, hat wenig mit den realen Verhältnissen zu tun. Und deswegen ist ganz klar unsere Reaktion, ich will das nochmal betonen, dass wir sagen, wir haben nur Minsk, wir haben nur die SMM, wir haben nur die trilaterale Kontaktgruppe und die vier Arbeitsgruppen in Minsk. Damit müssen wir arbeiten als OSZE. Und um das auch deutlich zu machen, ohne diese Arbeit der OSZE wäre der politische Prozess in dem Normandie-Format gar nicht möglich. Die Außenminister und die Staatsregierung hätten ja gar keine Kenntnis darüber, was eigentlich vor Ort passiert. Ohne das wäre also ein Fortschritt dieser Bemühungen im N4-Format gar nicht möglich. Da sind wir sehr selbstbewusst und stolz darauf, was die OSZE hier leistet. Aber deswegen ist auch der Auftrag an SMM gegeben worden, eben zu schauen, wie man jetzt die Waffenruhe tatsächlich zur Umsetzung bringt. Es ist unerträglich, dass eben täglich zwischen 60 und 80 Verstöße gegen die Waffenruhe gemacht werden. Und da brauchen wir wieder einen Anstoß von der Politik. Wir hoffen, dass am 3. März durch das Außenministertreffen das eingeleitet wird. Und wir haben eben auch den Auftrag gegeben, dafür zu sorgen, dass eine Sicherheitskomponente von der SMM dargestellt wird für die fälligen Lokalwahlen hier in der Ostukraine. Ich bitte Sie nochmal darum, hier auch unsere ukrainischen Freunde um Vertrauen darum, dass wir hier alles tun, um zu einer politischen Lösung zu kommen, dass wir aber Prozesse, die eigentlich wegführen von dem, was wir haben, die ganz langfristig überhaupt nur denkbar sind, nicht verfolgen können, gleichzeitig mit dem Prozess, den wir bei der Umsetzung des Minsker Abkommens verfolgen. Ich hoffe, dass ich alle Fragen einigermaßen beantwortet habe und danke für Ihre Aufmerksamkeit. So, thank you. In fact, Mr. Erler, thank you very much
for this very insightful and very important remarks you made. We all count on effective work of German chairship. We understand that it's not easy time, but Germany is also a distinguished country with its possibilities, expertise, experience, and we like to see very fruitful results of your work. So, dear colleagues, now we have to conclude. First of all, promised applauses to the speakers and to our interpreters, please. Thank you very much. And we'd like to better plan for next time because we need more time for the substantial, important discussions here and not to have very short time limits. So with Roberto, we will solve this problem. And we will come back tomorrow at 2 o'clock as it was already circulated in our agenda with the speakers and with the specific issues. Thank you very much. Now is break.